Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem ganz besonderen Video. Ihr seht schon, es gibt hier einen riesigen P1-Böller-Vergleich. Letztes Jahr hatte ich ja auch P1-Böller verglichen. Dieses Jahr noch größerer Vergleich. Also ein riesen Mega-Vergleich. So, was habe ich denn hier? Blitzkartusche Cobra 1. Dann habe ich die Vespa. Dann die Pirata. Dann Piccolo Pirata. Zeus Speziale. Dumbum 120 dB. Dann die Chiarappa Pyronion Böller. Dann die Xena Trueno Nummer 3. Die Bison und die Colpo. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal durch von klein zu groß. Der kleinste ist, der schwächste ist der Piccolo Pirata. Jetzt geht's weiter mit dem Zeus Speziale. Ja, auch nicht schlecht, obwohl ich die Piccolo Pirata eigentlich noch besser fand. Jetzt geht's weiter mit dem Vespa. Oh, extrem stark. Wirklich extrem stark. Dann machen wir mal zum Vergleich einen Pirata. Heftig. Jetzt gleich einen Colpo. Super heftig. Jetzt gibt es einen Dumbo Scratchhead. Mal zum Vergleich Blitzkartusche Cobra 1. Auch super heftig. Jetzt geht's weiter. Drei Böller haben wir noch. Und zwar entzünden wir mal den Chiarappa von Pyro Union. Den stellen wir am besten mal hin. Da wirkt der am besten. Und er ist wieder umgekippt. Also wirklich extrem heftig. Jetzt geht's gleich weiter. 10er Trueno Nummer 3. Unfassbar, wie die drücken. Und der 10er Bison wird fast genauso sein, also ähnlich gute Qualität. Das ist echt der Oberhammer, sehr, sehr gutes Material. Das habe ich richtig gespürt, also der war sehr, sehr druckvoll, auch wieder 1,5 Gramm, genau wie der 10er Trueno Nummer 3. Also die beiden sind auf jeden Fall die besten in diesem Vergleich. Ja, das sind die zwei Testsieger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich weiterhin solche größeren Böllervergleiche machen soll. Und ja, ob es euch einfach gefallen hat. Und danke fürs Zuschauen.